Hier steht unsere gesamte Streitmacht friedlich versammelt. Vorne rechts, der mit dem steifen Hut, das ist der Stadtbrandmeister. Und die Kameraden Klaus Parland, Bodo Eisfeld, Reinhard Richter, Willi Herwig, der Kleine da, das ist Peter Adam, Adolf Isenberg und Werner Hierke am Gerätewagen. Die Drehleiter wird zum Einsatz vorbereitet, der Rettungskorb wird eingehängt und dem Stadtbrandmeister die Frage gestellt, einsteigen oder Bier ausgeben. Er entschied sich für das Erstere. Diese Drehleiter wurde angeschafft von dem Landkreis einerseits, von den Städten Gronau, Ilse und Alfeld und der Hannoverschen Papierfabrik und kostet alles in allem rund 250.000 Mark. Langsam bewegt sich die Drehleiter aufwärts in ihrer Gipfelhöhe von 30 Metern. Und der Stadtbrandmeister muss sich ganz schön festhalten. Drehleiter 30 Meter, ein